Herzlich willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema den Ubuntu Emulator installieren. Um ein Ubuntu Touch-Gerät zu emulieren, wurde der Ubuntu Emulator basierend auf dem Android Emulator konzipiert. Mit folgenden Schritten ist es möglich, den Ubuntu Emulator zu installieren. Erstens, es wird ein zusätzliches PPA, eigenes Paketarchiv, hinzugefügt, und zwar mittels Kommando sudo Leerzeichen @-apt-repository ppa Doppelpunkt fablet-team-tools und Enter. Und danach wird ein Update durchgeführt, und zwar mittels Kommando sudo apt-get update und Enter. Ab Ubuntu 14.04 entfallen diese ersten beiden Kommandos. Und drittens, das Paket Ubuntu Emulator mit den Abhängigkeiten wird installiert. Und zwar mit dem Befehl sudo apt-get install ubuntu-emulator und Enter. Der Ubuntu Emulator wurde nun ins System integriert und kann gleich zum Einsatz kommen. Und zwar mittels Kommando sudo ubuntu-emulator create, dann irgendein Name, zum Beispiel Trusty. So wird eine neue Instanz erstellt. Enter. Alle folgenden Prozesse werden bestimmt länger als nur eine Minute dauern, also kann man in der Zwischenzeit irgendwas anderes erledigen. Um nun die neue Instanz zum Laufen zu bringen, gibt man folgendes ein: ubuntu-emulator run und dann folgt der Name Trusty. Hinzufügen könnte man zum Beispiel noch die Option --scale, und so kann man die Fenstergröße beeinflussen, zum Beispiel --scale 0.7 am Ende und Enter. Gelöscht wird eine Instanz mittels Kommando sudo ubuntu-emulator destroy und dann kommt der Name, zum Beispiel wieder mal Trusty. Aufgelistet werden alle vorhandenen Instanzen unter Zuhilfenahme des Kommandos ubuntu-emulator-list. Sollte der Ubuntu-Emulator nicht funktionieren, gibt es noch eine zweite Variante, die man ausprobieren kann. Man sollte aber trotzdem erstmal die erste Variante nutzen, damit man dafür sorgt, dass alle Abhängigkeiten vorhanden sind. Und dann die zweite Variante, und zwar dieses Paket herunterladen mit wget und dann die sprechende URL, und zwar das Paket emulator-x86.tar.bz2. Dann Enter. Anschließend das heruntergeladene Paket entpacken mittels Kommando tar-jxvf. Dann kommt der Name der Datei, und zwar emulator-x86.tar.bz2 und Enter. Man wechselt in das Verzeichnis emulator-x86 mittels Kommando cd Leerzeichen emulator-x86 und dann zum Schluss führt man folgende zwei Skripte aus, und zwar als erstes das Skript build-emulator-sdcard .sh, um ein SD-Karten-Image zu erstellen. Um den Ubuntu-Emulator zum Laufen zu bringen,
wird nur noch das Skript run-emulator.sh ausgeführt. Das war User Power von OpenScreencast. Ciao und viel Glück!